Morgen soll ja versteckt unter einem Punkt der Tagesordnungspunkt des Budgetausschusses fernab der medialen Öffentlichkeit und überschattet von den unzähligen verfassungswidrigen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und den unzähligen Korruptionsfällen der ÖVP eine der wichtigsten und weitreichendsten Beschlüsse gefasst werden seit der Einführung des Euros. Mit Konsequenzen, die nicht nur weit über diese Legislaturperiode hinausgehen werden, sondern auch noch die nächsten Generationen enorm belasten werden. Ich spreche von der geplanten Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses 2021, der die Grundlage ist für den 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds, auch genannt Next Generation EU. Morgen bewahrheitet sich damit endgültig das, wovor wir schon seit Monaten gewarnt haben und was die ÖVP immer abgestritten hat, nämlich dass die EU diese Krise dafür missbraucht, um ihre Kompetenzen gewaltig zu erweitern. In diesem Fall benutzt sie den EU-Wiederaufbaufonds und damit eine vorgeschobene Solidaritätsdebatte nicht nur für eine Vergemeinschaftung der Schulden, der Verwirklichung einer Schulden- und Transferunion und das Erreichen einer eigenen Budgethoheit, sondern auch für die Einführung europäischer Steuern und damit für einen großen Schritt in Richtung europäischer Staat, einhergehend natürlich mit einem gewaltigen Einschnitt in die nationalstaatliche Souveränität Österreichs. Dieser Beschluss, sehr geehrte Damen und Herren, ist nichts anderes als ein Ausverkauf Österreichs an Brüssel. Dieser Beschluss ist nichts anderes als ein gewaltiger Tabubruch nach dem anderen, die noch vor einiger Zeit für undenkbar gewesen wären, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Und dieser Beschluss ist eine gewaltige Gefahr, nicht nur für Österreich, sondern für die Stabilität der Europäischen Union insgesamt. Und dieser Beschluss ist vor allem eins, er ist sowohl EU- als auch verfassungswidrig und reiht sich damit in eine lange Reihe von verfassungswidrigen Beschlüssen dieser Bundesregierung ein. Ich glaube, die ÖVP möchte mittlerweile als die Partei in die Geschichte eingehen mit den meisten Verfassungsbrüchen. Aber bevor ich dazu komme, lassen Sie mich noch einmal für die Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen zusammenfassen, was da eigentlich genau beschlossen wird. Die EU plant den EU-Wiederaufbaufonds in einer Höhe von 750 Milliarden Euro, um, so heißt es zumindest, Mitgliedstaaten zu helfen, die durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Finanziert wird das Ganze zu 100% aus Schulden. Davon sollen 360 Milliarden an Darlehen und Kredite vergeben werden und 390 Milliarden an Zuschüssen, das heißt Geldgeschenke, hauptsächlich an finanziell marode Mitgliedstaaten wie Spanien und Italien. Spanien bekommt alleine 140 Milliarden, Italien bekommt sogar noch mehr, 191 Milliarden. Damit bekommen beide Länder beinahe die Hälfte der gesamten Summe. Österreich bekommt im Vergleich dazu gerade mal 3,7 Milliarden. Kurz gesagt, es werden die Länder belohnt, die schon vorher schlecht gewirtschaftet haben. Dadurch wird natürlich auch ein vollkommen falscher Anreiz für die Zukunft gesetzt. Schlechtes Wirtschaften lohnt sich und wird belohnt. Und es zeigt auch, dass es in Wahrheit gar nicht um Corona geht, sondern es geht um eine Umverteilung zu wirtschaftlich schwächeren Ländern. Die gesamten Schulden sollen bis 2058 zurückgezahlt werden, also da reden wir auch über keinen kurzen Zeitraum. Und die Darlehen sollen, wie gesagt, von den Mitgliedstaaten zurückgezahlt werden und die Zuschüsse werden über den EU-Haushalt finanziert, also im Wesentlichen über die Nettozahler wie Deutschland und Österreich. Wie ist es dazu gekommen? Das Ganze geht zurück auf einen Vorschlag von Macron aus dem Mai des vergangenen Jahres. Kurze Zeit später ist Deutschland Merkel darauf aufgesprungen und gekommen ist der deutsch-französische Vorschlag in der Höhe von 500 Milliarden. Und man erinnere sich noch an die gewaltige, frugale Show von Bundeskanzler Kurz mit einigen anderen Mitgliedstaaten, wo er geschworen hat und gesagt hat, mit ihm wird es niemals eine Zustimmung geben, solange es Zuschüsse gibt in diesem Vorschlag.